Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil mittlerweile. Let's Play Civilization 2 Test of Time. Eine Bemerkung vorweg, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, beim letzten Teil habe ich das Video etwas kürzer gemacht, weil ich technische Probleme hatte und mir drei Versuche abhanden gekommen sind. Ich habe das also dreimal neu aufnehmen müssen. Und das wurde mir irgendwann so zu nervig, sodass ich gesagt habe, ich mache die lieber was kürzer, die Videos. Wenn mal was schief geht, dann brauche ich nicht so viel immer wieder dieselben Sachen sagen. Ich hoffe, ich bin jetzt noch auf dem Stand, auf dem ihr auch seid. Seht es mir nach. Das Spiel läuft halt immer auch ein bisschen anders ab. Ich hoffe, wir sind jetzt bei dem Stand, dass ich hier den Kolossus halb fertig habe. Jawohl. Und hier die Karawanen in der Produktion sind, um diesen Kolossusbau zu beschleunigen. Ich habe gerade einen Siedler verloren, was ziemlich unangenehm für mich ist, weil ich jetzt gerade nicht, im Grunde gar nichts mehr machen kann. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier fleißig Enter drücken, hoffen, dass ich das alles überlebe, was mir die Perser mir da entgegenschmeißen. So, da kriege ich einen neuen Siedler, dann kann ich auch mal wieder ein bisschen was machen. Ja, du baust auf jeden Fall die Stadtmauer. Eine Karawane ist fertig. Ja, wir könnten jetzt nachschauen unter Angebot und Nachfrage. Ich mache das mal einmal. Ich könnte jetzt hier Perlen mitnehmen und die zum Beispiel nach London oder nach Koh Phang schicken und da eine Handelsroute einrichten. Handelsrouten werden uns werden im späteren Verlauf noch sehr, sehr wichtig werden. Im Moment bringen die noch nicht viel ein. Und es ist im Grunde auch egal, was ich jetzt mitnehme, da ich die Karawane sowieso nur dafür benutze, um in Uppsala die Produktion des Wunders zu bestätigen. Also nehme ich jetzt einfach mal die Perlen mit. Was bauen wir jetzt hier? Wir gehen mal auf den Kornspeicher oder den Tempel. Der Tempel geht schneller. Ich gehe jetzt erstmal auf den Tempel und danach baue ich dann den Kornspeicher. So, hier können wir Bewässerung betreiben. Du gehst nach Uppsala. Hilfst da. Wir sehen also, die Straßen, die bringen echt einiges. Die Perser wollen mit uns sprechen. Ich bin mal gespannt. Ja, nein. Nichts Neues. Ah, die gehen mir echt ziemlich am Senkel mittlerweile. Das Kuh, ja, die Inder haben ihr Großprojekt Kolossus beinahe beendet. Jetzt können wir aber hier beim Bau vom Wunder helfen. Wir brauchen nur 17 Schilde. Das heißt, ich kann das Wunder jetzt kaufen. Ist auch mit 68 Gold gar nicht mehr so teuer. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir uns das gesichert. Das ist der einzige Vorteil, dass wir immer eine Runde Vorwarnung haben, dass wir versuchen können, das Wunder doch noch an uns zu reißen. Leider ist es auch wirklich nur die eine Runde, die wir Vorwarnung kriegen. Und bei unserem niedrigen Goldstand können wir oft auch gar nicht mehr wirklich was darauf reagieren und müssen das dann einfach hinnehmen. Ich denke mal, dass die Inder dann im nächsten Zug ihren Kolossus in wahrscheinlich die Pyramiden ändern werden. Das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Die Pyramiden gehen mir also durch die Lappen. Ein bisschen schade aus, allein weil ich sie immer baue, hätte ich sie gern gehabt. Und sie sind wirklich sehr, sehr gut. Da wir aber eh nur diese 5 Städte haben, dann bauen wir da halt so die Kornspeicher. Die kosten ein Unterhalt, ein Goldunterhalt. Das wären für alle Städte jetzt im Moment zusammen 5 Gold. Wir können ja mal kurz gucken. Wir bekommen 9. Gut, dann hätten wir zwar nur noch 4 Gewinn pro Runde, aber das relativiert sich im späteren Verlauf auch noch. Da werden wir also, da wird unser Einkommen eher im Tausenderbereich liegen und dann machen die 5 echt nichts mehr aus. Ja, Uppsala baut Kolossus. Ja, die Pyramiden. Die KI ist sehr durchschaubar. Wir können jetzt schreiben, das ist sehr gut. Dann können wir jetzt auch lesen und schreiben. Also, das habe ich noch nie so ganz verstanden, aber gut. Nach Schreiben kommt Lesen und Schreiben. Brauchen wir auf jeden Fall für unser Ziel die Philosophie, die wir hoffentlich auch als erste dann bekommen. Hier bauen wir erstmal einen Tempel. Wir sehen also auch, dass jetzt hier die Felder alle ein so einen Handelspfeil mehr produzieren.
hat unsere Wissenschaft schon mal gesteigert. Wir verlieren im Moment 2 Handelspfeile an Korruption. Das können wir durch einen Gerichtshof, ich weiß gar nicht, können wir den schon bauen? Nee. Können wir später, doch können wir wohl. Damit können wir die Korruption reduzieren. Wir können sie, glaube ich, nicht ganz verhindern. Ich gucke mal gerade. Vermindert die Korruption um 50%. Das ist auch abhängig von der Regierungsform. Wenn wir später mal zur Demokratie wechseln können, dann verschwindet die Korruption völlig, weil in Demokratien gibt es ja keine Korruption. Wer es glaubt, wird selig, aber in dem Spiel ist das so. Unser Tempel, ja, den müssen wir auf jeden Fall jetzt auch mal hier langsam in Auftrag geben. Wenn die Stadt dann wächst, dann brauchen wir unbedingt irgendwas, um die Massen im Zaun zu halten. Ja, wir warten weiter ab. Delhi baut die Pyramiden, okay. Ja, jetzt habe ich hier natürlich noch die Karawanen in Produktion gehabt. Gut. Die werde ich dann nutzen, um mir ein anderes Wunder noch unter den Nagel zu reißen. Ich weiß nicht, ob ich welche von denen hier nehme. Hängende Gärten, Marco Polos Botschaft. Marco Polos Botschaft ist gar nicht so verkehrt. Dann würden wir zu allen Zivilisationen, ob wir sie schon mal getroffen haben oder nicht, automatisch eine Botschaft bekommen. Dann könnten wir die mal ansprechen und vielleicht auch Technologien mit denen tauschen. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die große Mauer brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, da ich ja jetzt eh überall Stadtmauern schon gebaut habe. Und ich habe natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt habe, bei der großen Mauer habe ich ja auch noch den Vorteil, dass die mir auf jeden Fall einen Waffenstillstand und Frieden anbieten müssen. Nur habe ich die Befürchtung, dass sich die Kelten und Perser sowieso da nicht viel drum scheren werden. Die werden Überraschungsangriffe auf mich starten und ich habe da am Ende nichts von. Deswegen werden wir jetzt hier auch mal erstmal einen Tempel bauen. Ja, Tempel. Dann bauen wir jetzt erstmal überall die Tempel. Danach die Kornspeicher und dann können wir mal so langsam anfangen, wieder ein paar Einheiten zu produzieren. Ach so, genau. Ich wollte ja gucken. Nee, haha. Ich bin ja ein bisschen ausgebremst worden. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Siedler nachproduzieren. Die sparen wir erstmal auf. Sparen wir immer noch auf. Hier eine Straße gebaut. Leuchtturm, den braucht man eigentlich gar nicht. Also wenn man jetzt wirklich am Anfang auf Schiffseinheiten setzt, der einzige Vorteil von den Leuchttürmen ist, dass unsere Schiffseinheit, die wir eh noch nicht bauen können, die erste Schiffseinheit, die man bekommt, die hat den Nachteil, die kann sich nicht weiter als ein Feld von Uferlandschaften entfernen, ansonsten geht die unter. Der Nachteil würde mit dem Leuchtturm aufgehoben und alle anderen Schiffseinheiten, die würden eine zusätzliche Bewegungseinheit bekommen. Allerdings läuft der relativ schnell aus, der Leuchtturm, und ich bin sowieso nicht so der Riesenschiffsfan. Das heißt, der Leuchtturm, der ist mir völlig schnuppe, ob den jemand anderes baut. Wir haben den Tempel gebaut, dann können wir jetzt hier mal Kornspeicher hinterher schieben. Ich gucke nochmal schnell, ob die... Ja, genau, die haben schon Siedler in der Unterstützung. Also mehr als ein Siedler ist wäre jetzt noch okay in der Monarchie, weil die da nur eine Nahrungseinheit Unterhalt kosten. Wenn ich jetzt Republik schon hätte, dann würden die 2 Unterhalt kosten. Das wäre dann sehr, sehr teuer. Wir sehen, also dann, ja, da können wir uns so gerade noch einen leisten, dann hätten wir aber auch keinen Überschuss mehr an Nahrung, dann wird unsere Stadt nicht mehr weiter wachsen. Also mehr als ein Siedler pro Stadt ist immer so eine Sache. Sollte man sich gut überlegen. So, dann machen wir hier mal weiter. Du kommst jetzt mal runter. Dich sparen wir nach wie vor auf. Hier wird ein Tempel gebaut. Kommt der Kornspeicher hinterher. Kurz gucken, was die Steuer sagt. Ja, jetzt haben wir also schon tatsächlich auch mal Unterhaltskosten hier, aber nur 2. Dafür haben wir 11 Einkommen. Könnt ihr mal gucken. Spare ich eine Runde bei der Entdeckung. Ja, das ist mir eigentlich, das machen wir mal. Karawane. So, wir können jetzt lesen und schreiben.
Die große Bibliothek ist tatsächlich ein Wunder, was mich auch sehr reizt. Die Zivilisation erhält alle Zivilisationsfortschritte, die schon von zwei anderen Zivilisationen entdeckt wurden. Gerade wenn man am Anfang, wie wir jetzt, sich auf bestimmte Zweige konzentriert. Wir sind ja jetzt in erster Linie auf die Regierungsform gegangen und haben eigentlich die Militärforschung ziemlich vernachlässigt. Da sind uns die anderen sicherlich voraus. Das könnte uns helfen, gerade diese Technologien aufzuholen. Andererseits werde ich später sowieso alle zwei, drei Runden eine Entdeckung tätigen, wenn es so läufig mir das vorstelle. Und dann ist die eigentlich überflüssig. Spätestens wenn die anderen keine Fortschritte mehr haben, die wir nicht auch haben, dann ist die im Grunde nutzlos. Im Moment könnte sie noch ganz interessant sein. Ja, jetzt haben wir Philosophie und Republik. Ich erforsche jetzt erst die Philosophie. Volksunruhen. Ja, ich wollte ja keinen Tempel bauen. Dann müssen wir uns erstmal hier mit dem Entertainer begnügen. Gut. Ich will vorstellen jetzt erst die Philosophie, weil wenn wir die haben, dann kriegen wir die Republik sowieso geschenkt. Ich werde sowieso noch nicht direkt auf die Republik wechseln, denke ich. Da baue ich auf jeden Fall erstmal vorher noch die Tempel und da sollten die Städte auch ein bisschen größer noch für werden, damit sich das überhaupt lohnt. Weil die Nachteile, die wir jetzt dann durch die Republik haben, die sind dann schon jetzt im ersten Moment gravierend, weil wir sind leider einfach noch nicht ganz so weit. Die Kelten möchten uns mal widersprechen. Was gibt's denn? Die wollen auch immer mehr Geld von mir. Zum Glück haben wir mit den Stadtmauern eine weise Entscheidung getroffen. Unsere Verteidigung hält. Wir wachsen weiter. So. Ich habe jetzt die Karawanen einfach mal zu Ende produziert, noch überall. Dann habe ich es auf jeden Fall mal in der Hinterhand. Wir bauen auch hier erstmal einen Tempel. Ja, genau. Oder bauen wir hier... wir bauen erstmal den Tempel. Ich werde jetzt mit diesem Siedler sowieso erstmal hier rüber wandern. Hier kann ich keine Landwirtschaft betreiben im Moment. Das ist einfach zu gefährlich. Der Siedler wird sofort verloren gehen. Wir haben ja gesehen, wie das ist, wenn der Gegner einmal so durchbricht mit seinen Einheiten und einen kleinen Ausflug hier unternimmt. Die Siedler halten einfach nicht viel aus. So. Da landen Barbaren. Das ist aber im Moment für mich relativ egal, weil die Perser da noch mit ihrem Elefanten dazwischen stehen. Ich hoffe, die kümmern sich darum. Ansonsten werde ich auch gegen die Barbaren gute Chancen haben, weil gegen die verdoppelt sich nochmal die Kampfstärke. Meine Einheiten dank der Stadtmauer, da habe ich also eigentlich gar nichts zu befürchten. Der Siedler ist fertig. Das heißt, jetzt können wir da erstmal einen Tempel hinterher bauen, damit wir auch hier wieder... Achso, ich habe ja einen Siedler gebaut. Wenn ich einen Siedler baue, dann reduziert sich die Stadtgröße um 1. Deswegen ist der unzufriedene Bürger jetzt auch erstmal verschwunden. Der wird aber sofort dann gleich wiederkommen, wenn die Stadt wieder größer wird. So, machen wir da mal. Ja, Leuchtturm. Oh. Das ist aber nicht gut. Naja gut, hoffen wir mal, dass das ein Glückstreffer war. Ja, diese Elefanten, die hauen schon ganz schön rein. So, du baust mir bitte hier die Verbindung weiter. Madrid baut den Leuchtturm. Die Perser wollen mich mal widersprechen. Nein. Ja, der Fleet. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das war und wo ich da stand. Egal. Wir entdecken die Philosophie. Wir sind hoffentlich die Ersten. Jawohl, das goldene Zeitalter der Philosophie beginnt in der wikingischen Stadt Trondheim.
Große wikingische Denker legen wissenschaftliche, moralische und metapsychische Systeme dar, die für kommende Jahrhunderte gelten werden. Ja, wie in der Realität, die Wikinger, die großen Erfinder der Philosophie. Jetzt ist die Republik natürlich weg, kann ich gerade nicht erforschen, macht aber nichts. Was machen wir denn jetzt mal? Die sind alle nicht schlecht. Monotheismus wird, wird's mir erlauben, die Michelangelos Kapelle zu errichten. Und zählt in jeder Stadt als Kathedrale. Das heißt, ich brauche gar keine Kathedralen mehr errichten und auch keine Unterhaltskosten dafür bezahlen. Ich hätte dann das Wunder und das wird dann für alle Zeiten überall in jeder Stadt als Kathedrale zählen. Was auch sehr, sehr gut ist, zumal ich mit der Kathedrale eigentlich ganz gut die Unruhen in Grenzen halten kann. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir gehen jetzt erstmal auf Monotheismus, den kriegen wir ja dann sofort. Und ich, als netten Nebeneffekt, kriege ich jetzt auch Kreuzzügler. Die berühmten wikingischen Kreuzzügler. das ist jetzt die nächstbessere Einheit zu den Elefanten. Und da hätte ich jetzt tatsächlich, glaube ich, sogar mal einen kleinen Vorsprung in der Militärtechnologie. Ich befürchte, den werde ich nicht wirklich ausspielen können, aber zumindest geht das in die Richtung, dass ich jetzt auch mal ein bisschen gegenhalten kann. Wir gehen auf die Republik. Was macht denn hier die Speicher? 68 Runden. Gefahr, Hungersnot, natürlich, weil der Elefant da blockiert hatte. Kaufe ich die jetzt? Ich kaufe die jetzt. Ich will hier möglichst schnell meine zweite Verteidigungseinheit wieder nachbauen können. So, da wird eine Mine gebaut. So, jetzt muss ich ja gucken, wo ich denn dann clevererweise die Michelangelos Kapelle errichten möchte. Das ist auch herrscht. Die braucht dann schon wieder noch mehr Produktionseinheiten. Das ist wahrscheinlich schon eine, die dann, ich weiß gar nicht, 200, 300, 400, wahrscheinlich kostet die dann schon 400 Schilde. Naja gut, das können wir jetzt nicht, können wir sowieso nicht ändern. Wir bleiben erstmal beim Tempel. Ich glaube, das läuft uns so schnell erstmal nicht weg. Ich denke mal, den Monotheismus wird auch noch keiner erforscht haben, zumal ja keiner vor uns die Philosophie hatte. Die sparen wir uns. Die zusammen gelten übrigens schon wieder als 100 Schilde. Das ist also schon, da können wir also das nächste Wunder schon mal relativ entspannt ins Auge nehmen, ins Auge fassen. Hier auf jeden Fall, nee, halt, das ist ja Uppsala. Hier auf jeden Fall eine Bibliothek. Auf jeden Fall eine Bibliothek, die erhöht die Wissenschaftsleistung um 50%. Das bringt selbst jetzt schon mal was für uns. Wenn wir gucken, dass wir hier 8 Wissenschaftsleistungen haben, dann hätten wir schon 12. Das ist unsere Stadt der Wahl, wenn es um wissenschaftliche Forschung geht. Da müssen wir auf jeden Fall unsere ganzen Gebäude, die wir im Laufe der Zeit dann bekommen, die irgendwie die Wissenschaftsleistung steigern, die müssen wir auf jeden Fall dann hier bauen. Und zwar möglichst schnell. Jetzt haben wir hier auch den Nahrungsspeicher, das heißt, wir werden jetzt also deutlich schneller neue Bürger bekommen. Trondheim baut auch den Kornspeicher. Hier auf jeden Fall die nächste neue Verteidigungseinheit. Wir sehen, der Elefant, der ist angeschlagen, der wird jetzt von der KI erstmal hier geparkt und befestigt, bis der sich wieder geheilt hat und dann wird der wieder angreifen. Das wäre jetzt der Moment, wo es sehr, sehr schön wäre, hier eine offensive Einheit stationiert zu haben, um den jetzt mal anzugreifen, aber das werden die Barbaren nächste Runde für uns erledigen. Mit ein bisschen Glück werden die den sogar dann platt machen. So. Nee. Ja, die Barbaren sind leider nicht ganz so toll. Zumal der Elefant halt auch noch auf so einem blöden Hügel steht. Das heißt, der kriegt auch 50% Verteidigungsbonus. Gut. Ich werde an dieser Stelle den Teil dieses Let's Plays beenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal.